Das heißt, das ist schon mehr Arbeitsleben, als dass es Privatleben ist. Naja, Arbeit und Privatleben ist ja eins bei mir. Es gibt Leute, die geben alles. Bei denen verschmilzt Arbeit und Leben komplett. Ohne Rücksicht auf persönliche Verluste. Was ist denn eigentlich so deine Berufsbezeichnung? Oh, das ist so nervig, wenn Leute mich das fragen. Wenn du diese Frage nicht stellen würdest, dann würde ich da überhaupt nicht drüber nachdenken, ob das jetzt Arbeit oder Freizeit ist. Weil das ist halt einfach, was ich tue. Kann man da überhaupt noch von Arbeit sprechen? Hat Arbeiten eine andere Bedeutung für diese Menschen als für mich? Und wie sieht ihr Leben aus? Meine Arbeit als Journalistin ist oft projektbezogen. Das bedeutet, manchmal arbeite ich 10, 11, 12 Stunden wie eine Bekloppte und dann habe ich wieder Tage, an denen ich es mir frei einteilen kann. Ich liebe meine Arbeit. Es tut mir gut, was Nützliches zu tun. Aber meine Freizeit, die ist mir heilig. Die Leute, die ich für diesen Film getroffen habe, sind da krass anders drauf. Einige schließen ihre Haustür nie, um immer erreichbar zu sein. Andere teilen sich sogar ihre Betten, damit sie unter einem Dach miteinander arbeiten können. Und manche haben noch nicht mal einen festen Wohnsitz, sondern reisen dahin, wo ihre Projekte gerade sind. So wie Philipp. Ich bin Philipp oder Philippe. Das hängt ein bisschen davon ab, wo ich gerade bin und wie die Leute das dort aussprechen. Ich bin da eher flexibel. Ich arbeite wahrscheinlich so 60 bis 70 Stunden die Woche, aber es fühlt sich für mich nicht wie Arbeit an. Ich habe das große Glück, nur mit Freunden zusammenzuarbeiten. Das heißt, eine meiner Hauptweisungen im Leben ist es, keine Zeit mit Leuten zu verbringen, mit denen ich keine Zeit verbringen will. Arbeit bedeutet für mich, an Projekten zu sitzen, die mir Spaß machen und mit denen ich das Gefühl habe, zu einer besseren Welt beizutragen. Ich will an dem Punkt sein mit 40, dass ich nicht mehr arbeiten muss, zwar noch an Projekten mitwirken kann, wenn ich will, aber dass wir in Portugal relativ autonom, nachhaltig leben können und ich keine Zwänge mehr habe zu arbeiten. Ich zum Beispiel bin ein ganz großer Fan vom Rückzugsort und so. Ich brauche einen Raum, der nur für mich ist und wo ich meine Ruhe habe. Gibt es Orte, an denen du dich zurückziehst? Ja, auf jeden Fall. Also teilweise, wenn ich bei Freunden zu Besuch bin in Berlin oder Amsterdam, dann ist das manchmal im Wohnzimmer. Aber ich bin ja jetzt auch schon mittlerweile Anfang 30. Das heißt, da gibt es jetzt auch schon die ersten Freunde, die halt einfach auch ein Gästezimmer haben. Wenn ich jetzt eine Woche in Berlin bin, dann würde ich sagen, habe ich 2 oder 3 von den Tagen dann schon ein eigenes Zimmer nur für mich. Aber ein Gästezimmer ist ja trotzdem nicht dein Zuhause. Das heißt, du hast keinen Einfluss auf die Matratze. Ist die durchgelegen? Wie riecht die Bettwäsche? Ich glaube, mein Wohlfühlgefühl ist echt mehr von Menschen kommend als von Schlafort kommend, sagen wir es mal so. Guten Morgen aus Amsterdam. Bom dia. Hallo aus Portugal. Hallo aus dem Zug. Herzlich willkommen in Schöppenstedt, im schönen Niedersachsen. Und ich bin hier gerade mit dem Climate Farmers Team beim Lab for Land Accelerator. Das heißt, das ist ein Programm, wo 3 soziale Unternehmen eingeladen wurden, hier einen Monat zu verbringen. Wir können hier schlafen in diesem schönen Zelt, das ihr hier seht. Die Mission unseres Startups ist es, industrielle Landwirtschaft in erneuerbare Landwirtschaft umzuwandeln. Eine, bei der der CO2-Ausstoß gebunden wird, anstatt ihn freizusetzen. Damit wollen wir den Klimawandel nicht nur anhalten, sondern sogar umkehren. Zurzeit bin ich viel unterwegs, um Landwirte für unsere Idee zu gewinnen. Mein Arbeitsplatz ist deswegen gerade ein kleiner Bauernhof in Portugal. Um zu arbeiten, brauche ich ansonsten nur meinen Laptop und mein Handy. Und natürlich Internet. Bist du eigentlich ein Workaholic? Ich würde sagen, nein. Weil ich schon durchaus auch mal abschalten kann. Ich habe definitiv auch meine Limits, aber halt dadurch, was ich halt gemerkt habe, ist der Unterschied, dadurch, dass man halt mit Freunden arbeitet, ist der Stresslevel nicht so hoch. Es klingt alles total sensationell, wie du lebst. Gibt es eine Sache, auf die du verzichtest oder verzichten musst? Also was ich jetzt hatte, war, dass es sehr schwierig ist, im Moment mein Leben mit einer Beziehung zu kombinieren. Das heißt, ich war 7 Jahre lang jetzt in einer Beziehung, wo wir im Endeffekt die Beziehung beendet haben, weil es mir nicht wirklich möglich war, genug Aufmerksamkeit und Energie in die Beziehung zu lenken. Sie war halt in Amsterdam und hat halt in Amsterdam Kunst studiert. Und jetzt ist sie halt mit dem Studium fertig und sie ist jetzt zurück nach Griechenland gegangen. Und das war für mich halt einfach nicht möglich, da jetzt mitzukommen. Und das war schon ein relativ schwieriger Moment, weil es halt einfach die Frau ist, die ich liebe und mit der ich mir auch vorstellen könnte, alt zu werden. Krass. Ich würde immer die Beziehung über das Berufliche stellen.
ich sage immer so ein bisschen, life and love have to be in balance. Und die Liebe ist da, aber das Leben passt nicht zusammen. Also mein Leben sind gerade meine beiden Projekte. Ja. Und die anderen Leute. Ich find's immer noch heftig. Klar, manchmal ist kein Platz für eine Beziehung, aber wenn die Liebe des Lebens doch schon mal da ist, also ich persönlich würde ihr immer alles unterordnen oder es zumindest versuchen. Und Philipp möchte eigentlich gerne mal Kinder haben, hat er mir erzählt. Aber der Zustand der Erde, also vor allem der Klimawandel, hält ihn davon ab. Wahrscheinlich ist das auch mit ein Grund, warum er jetzt all seine Kraft in die Verbesserung des Klimas steckt. Das Projekt, an dem er arbeitet, soll Farmern in ganz Europa die Möglichkeiten und vor allem das Geld geben, Landwirtschaft zu betreiben, die erneuerbar ist. Also die Landwirtschaft, die unserem Planeten nicht schadet. Im Moment sind es nur 0,1% der Bauern, die so umweltfreundlich landwirtschaften. Völlig krass. Und Philipp mit seinem Start-up will es schaffen, dass es 100% werden. Das ist meine Ansage. Hallo. Moin, ihr Lieben. Das ist Johanna Maria. Johanna Maria. Nick, Lea und Ben. Nick, Lea, Ben. Hi. Herzlich willkommen. Freunde und Kollegen. Innen. So würde ich sagen. Ja, innen, sehr gut. Innen. Gut gegendert. Ja, danke. Was macht ihr gerade? Viele offene Goschen. Ich glaube, Nick hat auch für uns ein paar News, die er uns noch erzählen muss. Also oh, aus dem Anruf mit Oliver, ja, oder? Das ist geil. Richtig gute Idee. Alles klar, dann schieß mal los. Klar. Für Lautisch nächste Woche sucht er jetzt erstmal ganz viel raus. Wir haben ja schon diese eine Excel-Tabelle gemacht mit relevanten Themen. Also wir gucken einfach, was kriegen wir ran an vernünftigem Content, dass wir so 20, 30, 40 Sachen schon mal haben. Ja. Macht das Sinn? Ja. Ja, absolut. Easy. Wir haben ja noch 3 Tage. Also das war schon ein bemerkenswertes Meeting, was ich da miterleben durfte. Irgendwo im Nichts am Rande eines kleinen portugiesischen Bergdorfes. Irgendwie extrem cool und entspanntes, aber auch ziemlich effizientes Meeting. Und Hierarchien habe ich gar nicht bemerkt. Das war eher frei von Eitelkeiten und eben dadurch, glaube ich, so effizient. Also das fand ich schon ganz eindrucksvoll. Die haben richtig Bock, was zu reißen, dachte ich mir so. Das sind Freunde, die die Welt zusammen retten wollen. Freundschaften sind aber schon an kleineren Sachen zerbrochen. Dieses Freundschaft und Arbeiten, das ist für mich, weiß ich nicht, was Neues. Weil ich feiere das total, wenn ich mit Leuten arbeite, zu denen ich so eine professionelle Distanz habe. Ich weiß, niemand darf jetzt beleidigt sein, auch wenn ich mal eine Idee kacke finde oder so. Und wenn ich mit Freunden wäre, müsste ich da vielleicht mehr aufpassen. Ja, wir haben viele Kommunikationsregeln vorher etabliert. Die Lampe da raus. Ah, es gibt schon Regeln. Es gibt auf jeden Fall Regeln, ja. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so gut ist. Was sind so die Basic-Regeln? Die Handzeichen. Das wäre mehr so Zustimmung quasi. Das wäre quasi so, also Bellypain, also es geht gar nicht, wenn es so weitergeht. Also ich will, das ist für mich so ein No-Go, wo wir gerade hingehen. Das wäre so, ich will was sagen und das wäre, ich will jetzt sofort was sagen. Und das wäre, also ich will da quasi einhaken. Und das hilft dabei, nicht laut zu werden. Genau, ja. Das Problem finde ich dann auch sozusagen, wenn es so eine rein professionelle mit der Zusammenarbeit ist, dann kann man jemanden auch feuern oder austauschen. Ja. Aber wenn sozusagen die Freundschaft das Grundgerüst ist für die Zusammenarbeit, ist es richtig kacke, wenn jemand einen dann sozusagen hängen lässt. In dem Moment, wo das so ein rein professionelles Ding ist, ich kriege von der Person Gehalt und deshalb mache ich das, ist es eine ganz andere Motivation, wenn man einfach weiß, also niemand von uns verdient einen Cent Geld, weil wir daran glauben, weil wir es geil finden. Aber es gibt ja auch Leute, die mag man menschlich und man arbeitet gut mit ihnen zusammen. Das sind die Leute, mit denen ich gerne Sachen mache. Aber es gibt auch sehr viele Leute bei mir im Freundeskreis, mit denen würde ich niemals zusammenarbeiten. Weil ich ganz einfach weiß, die sind unglaublich chaotisch oder überhaupt nicht zuverlässig. Aber ich mag sie trotzdem als Menschen. Die Grenze, die ihr macht, ist sozusagen Freunde, mit denen ich arbeiten kann und Freunde, die einfach nur Freunde sind. Genau. Aber auch ja. mit denen man arbeitet, da trennen wir dann auch ganz klar. Das gibt's dann. Da wurde jetzt eine bestimmte Aufgabe verkackt, zum Beispiel. Und dann reden wir darüber und sagen, hey, du hast folgende Aufgabe verkackt. Als Mensch liebe ich dich trotzdem, komm, lass uns Bier trinken gehen. Wer von euch ist dann der sozusagen auf die Leute zugeht und sagt, du hast einen Fehler gemacht? Gibt es da jemanden, einen Bad Guy? Jeder auf jeden. Ben schweigt so auffällig die ganze Zeit. Bist du der auf die Leute zugeht gerne und sagt? Nicht unbedingt, nee. Und das ist halt auch manchmal kompliziert. Das ist schon sehr kompliziert. Weil dann eben diese persönliche Bindung dazwischen steht, die aber auch förderlich sein kann, wenn man dann einfach einen anderen Bezug, einen anderen Draht zur Person hat und man sich das auch nicht übel nimmt.
wahrscheinlich alles doch nicht ganz so easy, dachte ich mir an diesem Abend. Bei aller Liebe braucht es natürlich Methoden, um auf Dauer so eng mit Freunden zusammenarbeiten zu können. Eine Zeichensprache kann, glaube ich, echt helfen. Deshalb habe ich sie auch mit nach Hause genommen und versuche gerade, meine Familie davon zu überzeugen, sie zu benutzen. Philipps Weg auf jeden Fall, eine gute Zeit zu haben und auf der anderen Seite was Gutes zu tun, das war beeindruckend. Bei meiner Recherche nach Menschen, bei denen Arbeit und Privatleben verschmilzt, habe ich eine weitere Arbeitsgemeinschaft gefunden, die ihre Werte noch radikaler umsetzt. Ihre Idee von einer nachhaltigen Welt durchdringt jedes Fitzelchen ihres Alltags. Ich bin vor ein paar Tage ins Kanthaus bei Leipzig eingezogen und habe dort Janina getroffen. Sie lebt und arbeitet dort mit 10 bis 15 Leuten unter einem Dach. Das Kanthaus ist ein Projekthaus in erster Linie, in dem Menschen leben, um gemeinsam Projekte zu machen. Das Hauptthema im Kanthaus ist es, Ressourcen zu retten und die wieder kostenfrei anderen Leuten zugänglich zu machen. Gerade im Kontext dessen, dass wir ja in der ersten Welt leben, wo so viele Dinge und Güter im Überfluss vorhanden sind. Also ich fühle mich total aufgehoben und total angekommen und total am richtigen Ort. Früher hatte ich immer so ein bisschen so ein Gefühl von, ja, mein Leben ist schon cool, ist schon schön und so, was ich so mache. Ich hatte, weiß ich, mein Leben war immer nice, aber es war nie so erfüllt. Die Projekte, die hier passieren, sind sehr, sehr, sehr vielfältig. Also wir sind Programmierer zum Beispiel, wir sind aber auch Eventveranstalter oder Köche, Foodsaver selbstverständlich. Also so Strukturschaffende, die ja alle irgendwie daran arbeiten, es Menschen zu ermöglichen, nachhaltiger zu leben. Eines der wichtigsten Projekte im Kanthaus ist die Ressourcenschonung, vor allem Lebensmittelrettung. Denn, und das ist abgefahren, in Deutschland werden jährlich 12 Millionen Tonnen Lebensmittel vernichtet. Bei einer Rettungsaktion haben die Kanthausianer deshalb beim Bauern Kartoffeln abgeholt, die sonst weggeworfen worden wären. Einfach, weil sie die falsche Größe hatten. Diese Kartoffeln, die jetzt hier gerettet werden, sind teilweise vermischt mit Steinen, die genauso aussehen wie Kartoffeln. Und die würden jetzt einfach wieder untergerührt werden unter die Erde und würden sozusagen wieder zur Erde werden, wenn sie jetzt nicht gerettet werden würden. Der Kunde möchte zwar eine Bio-Kartoffel, aber die Bio-Kartoffel muss perfekt aussehen, die perfekte Größe haben, sonst sind sie auch bloß nicht. Die gelten als minderwertig, ja, weil die klein sind. Weil die klein sind, genau. Und der Aufwand, die jetzt nochmal rauszusortieren, würde sich nicht lohnen. Also spiegelt sich nicht im Preis wieder. Bei der Aktion habe ich zum ersten Mal eine Idee davon bekommen, wie zeitaufwendig Lebensmittelrettung ist. Du musst es regelmäßig machen, du musst verlässlich sein. Das ist Teil deines Alltags, wenn du es machst. Mir wäre es, glaube ich, zu krass, aber Janina macht das auf jeden Fall zu 100%. Das ist echt so schön mittig. Die hat ganz persönlich alle Register gezogen. Aber sag mal, wegen dieser Ressourcenschonung und so, hast du da so einen persönlichen, so einen Moment gehabt, wo du beschlossen hast, du möchtest jetzt Ressourcen schonen? Seit ich wusste, dass es so Verschwendungen gibt, wollte ich irgendwie irgendwas dagegen machen. Für mich war deswegen dieses Retten von Ressourcen, ehrlich gesagt, so eine absolute super Lösung. Weißt du? Weil du hast nicht mehr diese Momente, du stehst im Supermarkt und denkst dir, oh Gott, was kann ich eigentlich noch kaufen? Und alles ist so kompliziert. Und ist es jetzt besser, die Bio-Äpfel aus Neuseeland zu nehmen oder die Nicht-Bio-Äpfel aus Deutschland? Von daher, wenn du die einfach rettest, dann isst du die geretteten Äpfel, muss ich drüber nachdenken. Also die Lösung ist für dich, du gehst einfach gar nicht mehr einkaufen? Ja, schon. Mein Leben ist entspannter dadurch, wo andere Leute vielleicht viel Verzicht sehen. Das Problem kenne ich auch. Ich stehe im Supermarkt und überlege, mit welchem Produkt richte ich jetzt weniger Schaden an. Und ich bin auch nie auf die Idee gekommen, einfach nicht mehr einkaufen zu gehen. Wahrscheinlich funktioniert das bei Janina aber auch nur deshalb, weil sie einfach mit Leuten zusammenwohnt, die dieselbe Lebenseinstellung teilen. Und die teilen ja noch viel mehr. Das, was so das Kanthaus einfach am Laufen hält, ist solidarisch geteiltes Geld. Die Leute, die hier leben, zahlen keine feste Miete und geben halt je nachdem, was sie selber für angemessen halten, auch Geld mit rein, damit das Haus eben überleben kann.
Alle Dinge, die im Kanthaus sind, sind für alle von allen, außer es steht ein Name drauf. Wir zwingen ja niemanden, alle Dinge zu kommunalisieren, würde ich sagen, sondern jeder so, wie er mag. It's time for Power Hour. Thank you all for coming. I'm your facilitator today and we have tasks, as you all know. I can do vortex or general sorting, but also bathrooms. What? Kitchen. Wir teilen aus verschiedenen Gründen. Ich finde, es schafft eine total schöne Nähe, wenn man Dinge miteinander teilt und nicht immer darüber nachdenkt, ah, das ist jetzt meins, kriege ich das auch wieder, geht das kaputt? Also ich finde auch eine tiefere Philosophie dahinter, ob man jetzt sich an seinen Dingen so sehr festhält oder ob man einfach ein Vertrauen hat, ja, ich krieg schon genug. Also ich kann das Prinzip mit dem offenen Kleiderschrank total nachvollziehen, muss ich sagen, irgendwie, dass man da rangeht und immer was Neues entdeckt, das ist mega gut. Aber so mit Unterhosen und Socken, da muss man sich schon dann so ein bisschen reinleben. Also gerade bei Unterhosen, muss ich sagen, fand ich es jetzt total praktisch, wo ich schwanger bin. Warum ist eine Unterhose was so total Besonderes? Warum kann ich mir ein T-Shirt ausleihen, aber keine Unterhose? Die war auch in der Wäsche. Also warum ist das so krass? Ich verstehe das nicht. Ja, keine Ahnung. Vielleicht auch einfach, weil ich damit nicht aufgewachsen bin. Ich würde sagen, das ist, weil da irgendwie ganz viel komischer Charme einfach dran ist. Hm. Aber das würde ich sagen, ist in sich ja schon schade. Na, auch gerade eure eigene Spießigkeit wieder entdeckt? Also mit bestimmten Menschen, zum Beispiel meinen Freundinnen oder meinen Partnern, habe ich durchaus auch schon mal eine Unterhose geteilt, so ist nicht. Und ich gebe auch generell gerne ab. Aber alles immer mit jedem teilen oder mit vielen, weiß ich nicht. Ich meine, bei 15 Mitbewohnern, da gibt es auch mindestens 15 verschiedene Arten, die Zahnpastatube auszudrücken. Das ist ein Minenfeld der Konfliktmöglichkeiten. Aber vielleicht bin ich auch einfach nicht so der WG-Typ. Könnte sein. Bei uns kommen eher Konflikte darüber auf, dass Leute Bedürfnisse haben, aber sich nicht so richtig trauen, das zu sagen. Natürlich sind bei uns auch Ressourcen ein Stück weit begrenzt. Käse zum Beispiel ist eine Sache, die wir nicht so oft retten. Wenn so ein Gouda im Kühlschrank auftaucht, gehen wir eigentlich davon aus, dass halt alle Leute achtsam damit umgehen. Dass halt alle Leute wissen, dass das ein wertvolles Gut ist, was man jetzt nicht einfach komplett wegsnackt. Weil das wär nicht cool. Willkommen zu unserem Abendessen. Ich würde einladen zu einem Moment der Stille. Es gibt Kartoffelstampf mit Zwiebeln geröstet, Paprikagemüse auch mit Zwiebeln, genau, einfach so. Dann gibt es noch Kartoffelsalat mit einer veganen Mayonnaise aus Avocadoöl und Sojamilch und da ist auch noch ein bisschen mehr nebenbei und Karottensalat. Und dann haben wir noch ein Dessertbuffet. Ja, zwei Bananenbrot und ein Karotten-Dessert. Dankeschön! Aber kommt es doch mal vor, dass ihr nichts zu essen habt? Es ist eher, dass es halt dann monoton wird, wenn man nicht dranbleibt und sich neue Sachen rettet. Ich meine, jetzt im Moment können wir zum Beispiel wahrscheinlich monatelang Kartoffeln essen. Es ist immer lustig, dass Leute das immer denken, dass wir irgendwie Not leiden würden an Essen. Das ist eher das Gegenteil, dass wir ganz oft Situationen haben, wo wir uns denken, oh, jetzt haben wir noch so viele irgendwas und das muss weg, wir müssen da irgendwas mit machen. Ja, macht der Tee, hab ich schon gefragt. Der Nachtisch muss ja noch dazu. Macht er das immer? Das ist sein. Das machen wir eigentlich alle. Machen wir alle? Ja, das hat auch einen tieferen Sinn. Wir machen das alle. Wir benutzen unsere Teller meistens mehrfach. Und wenn du das nicht machst, dann hast du immer Reste von deinem letzten Essen da dran. Das ist nicht so cool. Ich würde es dann unter den Wasserhahn halten und das Wasser verschwenden. Ja, und bei so vielen Leuten sind es echt viele Teller, die dann immer erst wieder abtropfen müssen. Und es ist richtig nervig, wenn du halt einfach so oft am Tag die Spülmaschine an- und ausräumen. Also, da bist du halt ständig mit Spülmaschine ausräumen beschäftigt. Und deswegen lecken die meisten Menschen hier die Teller ab. Und dann kann danach gleich der Nachtisch drauf. Deshalb sind eure Teller so gut beschriftet. Heißt ja auch das Schleckregal. Ja, das ist das Schleckregal. Weil man die abgeschleckten Teller dann da wieder reinstellt. Das bestgehütetste Geheimnis des Hauses gewesen ist eben. Als ich an diesem Abend meinen Möhrensalat vom Teller geschleckt habe, dachte ich mir so,
Okay, das ist ein cooles Gefühl auf der Zunge. Wie lange zum Teufel hast du das nicht mehr gemacht? Und wie viele Hektoliter Wasser hätte ich einsparen können mit der Methode? Aber auch irgendwie auch ein bisschen eklig. Ich wollte aber ein guter Gast sein. Und überhaupt war das auch noch nicht die letzte Überraschung. Ich sag nur Stichwort funktionales Wohnen. Beim funktionalen Wohnen geht es darum, dass Räume nach Funktion gestaltet benutzt werden. Was aber natürlich auch nur funktioniert, wenn halt alle Räume benutzen dürfen. Wir haben ziemlich viele Büros, zum Beispiel ein lautes, wo man sich auch unterhalten darf, und ein leises, wo es explizit darum geht, dass man halt sich konzentrieren kann und leise arbeiten kann. Ein großes Wohnzimmer, wir haben ein Esszimmer mit einem großen Tisch, eine Küche natürlich, aber auch sowas wie eine Werkstatt zum Beispiel oder einen begehbaren Kleiderschrank. Wir haben einen Waschraum. Wir haben ziemlich viele Rückzugszimmer. Also, wir haben mehrere Möglichkeiten für dich zum Schlafen. Wir haben so Privaträume, wie diesen zum Beispiel. Und er ist frei. Er ist frei. Oh. Er ist auch frei, weil ich ihn prophylaktisch für dich reserviert habe. Das ist echt cool, dass du da an mich gedacht hast. Arbeiten und eine Telco machen oder irgendwie sowas. Aber halt auch zum Schlafen. Ist auch nicht der einzige Rückzugsraum, den wir haben. Von daher, wenn du das gerne möchtest, musst du dich da auch nicht schlecht fühlen. Das wäre total okay, wenn du hier schläfst. Genau, das wäre so die erste Option. Okay, ist, ja, finde ich erstmal ganz verführerisch so. Okay. Ich weiß, was da noch kommt. Dann gucken wir weiter, oder? Ja. Okay. Hier ist das sogenannte Dorm. Hier sieht man schon, da schlafen auf jeden Fall mehr Leute. 1, 2, 3, 4, 5 Betten. Genau, und ich glaube, belegt sind gerade das, das und das. Okay, aber hier schlafen halt drei Typen, drei fremde Typen in dem Raum. Wie für mich fremde Typen. So sieht's aus. Okay. Weiß nicht, schnarchen die? Maxim schnarcht. Maxim schnarcht, das ist bekannt. So, hier geht's dann durch den gemeinsamen Kleiderschrank in den Community Sleeping Room. Wow, okay, das ist ein Bettenlager. Genau, das ist halt im Endeffekt so ein Matratzenlager, wo man halt einfach einen Platz findet, wenn es einen gibt. Also es ist halt cool, wenn man einen Film guckt, da ist so ein Beamer noch, da machen wir manchmal Kino an der Decke, das ist ziemlich nice. Das ist auf jeden Fall ein schlagendes Argument mit dem Beamer. Also stelle ich mir sehr gemütlich vor. Mit Freunden. Genau, aber das ist halt der Punkt, den ich auch total verstehe. Ne? Das ist halt, deswegen ist es sehr ungewöhnlich, dass Leute direkt die erste Nacht hier schlafen. Ja, also ich würde dann am ehesten Tor 1 wählen, glaube ich, tatsächlich. Alles klar, läuft. Den Private Room. Freie, recycelte und gewaschene Zahnbürste aus dem Geschirrspüler. Ja, steht doch noch drauf. Sind die dann sauber nach dem Geschirrspüler? Ja, wenn man das bei 90 Grad macht. Oder so. Geschirrspüler sind echt ganz schön krass. Hier geht halt ständig irgendwie eine Tür, weil irgendjemand kommt oder geht. Ich bin so heilfroh, dass ich jetzt einfach hier die Tür zumachen konnte in meinem Private Room und hier ein Bett für mich alleine habe. Niemand kommt dazu, niemand schleicht sich nachts an mich ran und legt sich neben mich oder muss aufstehen und pinkeln oder schnarcht mich zu. Gute Nacht. Die Nacht im Kantos ist voll in Ordnung gewesen, aber die ständige Anwesenheit von Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen, die macht einen quasi zur öffentlichen Person, war so mein Gefühl. Das wäre überhaupt nichts für mich. Ich habe manchmal tagelang Lust, überhaupt niemanden zu sehen, außer Mann und Kind. Außerdem kann ich zu Hause nach Lustprinzip einkaufen und mich unter die heiße Dusche stellen, wenn mir kalt ist. Also ich lebe schon ganz schön im Luxus, merke ich jetzt so im Vergleich, wenn ich selber aufhöre. Sehr sogar. Und also materialistischer Luxus. Also es gibt auch Sozial- und Gemeinschaftsluxus vielleicht und manche haben das nicht. Dass ihr sozialen Kontakt habt permanent, ne? Ja. Ja, okay, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ja. Aber ist es nicht auch manchmal zu viel? So? Ja, na klar. Ja?
Genau. Weil auf so engem Raum mit so vielen Leuten, mhm, ist das schon auch, kann ich mir sehr herausfordernd vorstellen. Das ist ein Thema. Also du bist nicht die Einzige. Ja, es ist auch für mich manchmal anstrengend. Ich habe manchmal schlechte Laune, also ohne Grund zum Beispiel. Aber manchmal gibt es ein Thema und viele haben richtig verschiedene Meinungen dazu. Und dann ist es einfach nervig, zu viel über ein Thema zu reden. Mhm. So, ja, alle kann nicht jede Zeit glücklich sein. Gibt es ja auch richtig Konflikte im Haus? Ja, aber wir haben auch diese sogenannte Sharing Events oder Sharing Circles. Das ist einfach ein Treffen über Emotionen oder Konflikte. Mhm. Wir lösen einige Probleme auch da. Abgefahren. Wie war das für dich beim ersten Mal, da zu sitzen und zu sagen, Leute, ich kehre jetzt mein Innerstes nach außen? Ja, ist schon ein bisschen eher intim, würde ich sagen. Besonders wenn es gibt Leute, die ich nicht so gut kenne. Also finde es schwierig, mich so zu öffnen. Also wirklich diese ganz intimen Sachen, mir geht's gerade nicht gut, ich glaube, ich habe einen Depri-Schub oder so. Das müssen wir auch erstmal über die Lippen bringen. Mhm. Schwierig, ne? Ja. Ja, ihr wisst ja, wie es läuft. Ich würde jetzt gerne Hanna-Maria nochmal zusammenfassen. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, das kann sich ganz entspannen. Es geht ja jetzt hier darum, einfach ja mitzuteilen über sich selbst, was man mitteilen möchte irgendwie, wie es einem so geht, was einem so für Themen im Kopf rumschwirren. Und es ist auch ein geschützter Raum, das heißt, es geht auch gerade darum, dass man halt dann nicht, wenn es fertig ist, anderen Leuten erzählt, oh, der Duck hat er erzählt, der hat das und das. Also, genau, das ist halt einfach im Raum bleibt, was man bespricht. Und genau, normalerweise fangen wir an mit einem Moment der Stille. Das würde ich jetzt dann auch einfach mal einleiten. Meinen ersten Sharing Circle habe ich geschafft. Ich habe was ganz anderes erzählt, als ich vorgenommen hatte, was aber ganz gut war, glaube ich. Ich habe vielleicht sogar ein ganz kleines Tränchen verdrückt. Also so eine Last ist von meinen Schultern und ich bin weich und durchlässig und bereit für andere Dinge. An diesen Sharing Circle habe ich noch eine Weile gedacht. Das war ein total intimer, privater Moment in einem für mich eigentlich beruflichen Umfeld. Und ich bin quasi von meiner öffentlichen Person als Journalistin gemorpht in das total Private. Ich habe auch relativ intime Sachen erzählt, die zu Recht im Kanthaus geblieben sind. In Leonberg habe ich dann eine Frau getroffen, für die das Teilen ihrer Privatsphäre sogar die Basis ihrer Arbeit ist. Angelika leitet dort ein integratives Wohnprojekt und lebt auch dort zusammen mit ihrem Mann und ihren 4 Kindern. Im Hoffnungshaus leben Geflüchtete und Einheimische in 19 Wohnungen zusammen unter einem Dach. Statt in isolierten Sammelunterkünften am einen Ende der Stadt und abgeschotteten Reihenhaussiedlungen am anderen Ende der Stadt zu wohnen, haben wir einfach beide Seiten die Chance auf ein normales Leben miteinander. Ruhiges Dahingeplätscher gibt es eben nicht. Fast jeder Tag ist eine Überraschung. Schön, endlich. Freue mich, wiederzusehen. Ja. Unsere Wohnungstüre ist immer offen, die Handys sind immer an. Wir sind bereit, auch im Urlaub erreichbar zu sein. Wir wollen das so und das soll so sein, weil das auch diese
Zugehörigkeit und Sicherheit zum Ausdruck bringt, zu sagen, wir sind wirklich für euch da, so wie das auch in der Familie ist. Ich glaube, die allermeisten, vielleicht sogar alle dieser Menschen, haben so den Gedanken lieb gewonnen, zu sagen, wow, eigentlich macht es uns total an, so zu leben, wirklich Leben auch zu teilen und hineinzugehen in eine Gemeinschaft, in der man gefordert ist, in der man auch geben kann, in der man Gesellschaft aktiv mitgestaltet. Was im Hoffnungshaus passiert, ist wahrscheinlich das, was man tatsächlich mit Integration meint. Man teilt die Zeit miteinander, das Leben, man schließt Freundschaften. Und das ist natürlich zeitaufwendig und wahrscheinlich ist es auch eine Lebensaufgabe. Sollen wir eine Maus machen? Mal gucken, ob ich eine Maus mache. Machen wir eine blaue Maus? Deutschlandweit gibt es gerade mal 36 solcher integrativer Wohnprojekte. Schade, denn das gemeinsame Leben dort schafft wirklich echte Nähe. Nicht dort, wo wir wohnen, sondern unsere alte Wohnung. Da in der WG, oder? Ja. Genau, sozusagen hier mitten im Flur passiert dann so alles. Also hier die Haustüre, jeder geht hier ein und aus. Meine Wohnungstüre ist oft so offen. Und dann, genau, huscht hier alle möglichen Bewohner vorbei. Es gibt kleine Smalltalk. Ja, und so haben wir auch mit Alia natürlich irgendwie uns ganz oft getroffen. Wir erleben echt also diese Integration miteinander. Wir lernen, wir lachen, wir machen alles zusammen. Wir sind auch nicht nur also Freundinnen, sondern auch Geschwister. Dieser Familienverbund ist, genau, bedeutet noch viel mehr wie Freundschaft. Ja. Weil dann eben, wenn man so eine Familie wird, als Geschwister sozusagen, darf man dann auch das Kopftuch ablegen und darf dann doch auch meinen Mann sozusagen, manch muslimische Frau ohne Kopftuch sehen, weil sie ihn als Bruder sieht und nicht mehr als Freund. Okay. Schöne Familie, kann man so sagen, oder eine Ja. Oh, ja, mega lecker. Alia, die Syrerin aus Damaskus, war eine der ersten, die in die Frauen-WG im Hoffnungshaus eingezogen war. Ich wollte von ihr wissen, wie es inzwischen für sie ist. Ich brauche immer diese Ruhe für mich. Weißt du, den ganzen Tag auf Deutsch zu reden, das ist auch schwer für mich, anstrengend. Was denkst du dann, wie Angelika das macht? Superwoman. Sie ist Superwoman. Ja, ja. Aber ihre Charakter oder die Charakter von Angie ist so, denn sie kann das schaffen, finde ich. Aber sie sollte auch also auf dich auch auf ihr Team, mich auch oft genau daran. Immer. Du sagst, was oh, hallo, Angie, du siehst Angie, halt müde genau, aus. Mach genau, mal Pause. Genau. Sie braucht aber mehr Zeit. Mehr Zeit für sich und für Kinder besonders. Ja. Sag ihr das mal. Mach einen Urlaub. Sie sagt das manchmal. Ja. Und dann guck mal, hier kannst du drauf malen. Hier kannst du drauf malen. Wie viele Kinder leben jetzt hier? Irgendwie wird immer noch ein neues vorgezaubert? Wirklich so an die 50, glaube ich. 50 Kinder. Wie ist das, mit so vielen Kindern zusammenzuleben? Für mich ist es normal, ich bin eine Erzieherin, aber für andere, manchmal fehlt dann schon so der Rückzugsort, so Garten nur mit Liegestuhl oder so. Wie lange lebst du hier? Im Juni waren es 2 Jahre, genau. Der Kleine ist hier geboren. Das erste echte Hoffnungshausbaby für unser Wohnzimmer. Ja, ja. Was ist denn für euch an diesem integrativen Wohnen so das größte Geschenk, was vielleicht auch Leute, die von außen kommen, nicht so wahrnehmen können? Ich glaube, das größte Geschenk ist tatsächlich, Alltag zu teilen und so ganz, ganz viele Aspekte des Lebens miteinander zu teilen und ja, dann sich miteinander zu entdecken, aber auch Neues miteinander zu entdecken. Und es eben so facettenreich zu machen. Mal beim Malen, mal am Sport, mal beim Hausaufgaben machen, beim gemeinsamen Essen. Ja.
Und du, Ada? Weißt du auch schon im Kindergarten? Nein. Machst du auch noch Ferien? Nein. Und machst du eigentlich Langhilfe? Nein. Nee. Du kommst doch jetzt in die 5. Klasse, ja? Also deswegen kann ich es auch nicht. Ja, dann gab es für dich gar keine Lernbrücke, oder? Und dass es einfach oft auch entstehen darf, dass man eben nicht sich planen muss, heute brauche ich Unterstützung oder heute habe ich eine Frage, die mich beschäftigt, sondern die kommt einfach und dann gibt es da jemanden, mit dem ich das bewegen kann. Oder jemand, der mit mir spontan feiert, weil ich schwanger bin. Genau. Oder weil der Schulabschluss gut geklappt hat. Genau. Aber jetzt auch ganz aktuell mit dem, was alles in Afghanistan war, dass man dann an dem Tag, in diesem Moment irgendwie in die Wohnung gehen kann und sagen kann, wow, ich habe mega Angst um meine Familie zu Hause. Was können wir machen? Miteinander den Schmerz aushalten, miteinander weinen zu können. In meinem Leben ist tatsächlich beruflich und privat eigentlich eins. Ich merke, in meinem Kopf gibt es da gar keine Trennung. Wenn ich aufstehe oder im ganz normalen Tagesablauf, ist das eins geworden. Ich merke immer, dass ich manchmal vergesse, dass dann schon wieder meine Aufmerksamkeit ins Gespräch mit anderen geht und meine Kinder das häufig einfordern und sagen, Mama, hör mir doch zu. Wir haben doch gesagt, wir spielen jetzt. Abgrenzung ist natürlich ein großes Thema. Also zum einen, an vielen Stellen habe ich den Eindruck, braucht es diese Abgrenzung nicht mehr, weil ich mich geöffnet habe. Das ist mein Lebensentwurf. Es darf auch herausfordernd sein, weil ich Leben teile. Für mich klingt diese Vermischung aus Arbeit und Privat nach kompletter Selbstauflösung. Das gilt ja auch nicht nur für Angelika, sondern auch für ihren Mann Thomas. Der arbeitet auch im Hoffnungshaus. Und ich frage mich, wann die beiden Zeit für sich haben. Wo passt da noch Familien- oder Beziehungsleben rein? Also ich finde, die größte Herausforderung ist das Gefühl, dass einen das eigene Leben überholt. Das passiert uns schon öfters, dass einfach zu viele Termine parallel und man denkt, wow, wie kriegt man das jetzt gebacken? Und die andere Seite ist natürlich, du drehst dich immer nur um ein Thema irgendwie. Also das bedeutet, du hast ständig 24 Stunden dein Thema. Wie schafft ihr das? Am Anfang waren wir da nicht ganz so gut strukturiert, aber mittlerweile haben wir auch in den Terminkalendern sozusagen die Nachmittagstermine der Kinder klar abgegrenzt. Und eine schöne Regel haben wir schon auch, also der Tag soll nicht beendet werden, um die Themen, die irgendwie einen beschäftigen, nicht ausgesprochen zu sagen. Und das ist oft dann die Zeit auch im Bett irgendwie, wo man dann nochmal sich das eine oder andere zuspricht und sagt, hey, sorry, es tut mir leid, wie ich dich da angegangen habe oder was ist gerade mit dir los? Wir haben noch nie einen Tag beendet ohne die Umarmung und den guten Nachtkuss. Das haben wir immer geschafft, auch selbst wenn das ordentlich knistert. »24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Arbeit, Partnerschaft und Familie, alles an einem Ort. Ich weiß nicht, ob ich das könnte.« Für Angelika sind aber nicht nur die inneren Konflikte eine Herausforderung, denn auch außerhalb des Hoffnungshauses kommt ihr Lebensentwurf nicht immer gut an. Die Neuschaffung von einem Hoffnungshaus stößt immer auf Widerstand. Und da bin ich schon echt sehr berührt, traurig, muss man sagen, wie dann wirklich auch Menschen mitten aus unserer Gesellschaft argumentieren. Diese typischen Stigmatisierungen, Pauschalisierungen von, wie hoch ist eure Sexualstrafrate in euren Hoffnungshäusern? Null. Ja, aber Flüchtlinge, die sind doch alle irgendwie Sexualstraftäter. Wow. Nein. Hier in Deutschland in einem Hoffnungshaus zu leben, wo man ganz bewusst auch sagt, das ist ein Raum, wo wir Menschen mit Fluchterfahrung begleiten wollen, polarisiert ganz stark. Das fordert mein Leben immer wieder heraus und da habe ich manchmal Sehnsucht zu sagen, warum darf ich nicht einfach wie früher Physiotherapeutin sein und man sagt, ich bin Physiotherapeutin und alle sagen, oh, cool und das war's dann. So viele verschiedene Kulturen an einem Ort, das klingt ein bisschen anstrengend, aber auch nach einer ziemlich gelungenen Integration, würde ich sagen. Und die Leute, die da wohnen, haben sogar noch mehr Bock, sich zu engagieren.
So wie Karin und ihr Mann Simon. Bisher sind sie einfache Mitbewohner. Bald werden sie aber die Leitung im Hoffnungshaus übernehmen. Kein Druck. Aber es ist immer Leben in der Bude, ne? Ja. Und ich habe gehört, dass ihr wohnt hier seit 5 Jahren. Du und dein Mann und die Kinder. Bald leitet ihr hier das Haus. Aber ich meine, du hast dann halt nie frei. Also du hast ja, dann bist ja dann immer hier die Ansprechpartner. Ja. Aus der Perspektive ist man hier nie frei, weil man wohnt hier. Und jeder ist hier nie frei, weil er immer ansprechbar ist. Aber irgendwie etabliert sich das dann schon auch so, dass man weiß, irgendwie Wochenende ist Wochenende und dann frage ich da nicht hin zum Kunst wegen allem, immer. Also wohnen hier so 80 Freunde? Ja, ich würde schon sagen, wir sind auf jeden Fall mehr als Nachbarn. Zu manchen hat man eine echt tiefe Freundschaft, weil man einfach schon, also 5 Jahre geht jetzt auch nicht spurlos an einem vorbei und man teilt halt Hochs und Tiefs. Was können wir von euch lernen, die wir nicht im Hoffnungshaus leben? Ich glaube, das ist der größte Reichtum zu sagen. Wir haben da nicht nur eine kulturelle Prägung, eine religiöse Sicht, sondern eine ganz, ganz facettenreiche. Und die bereichert uns gegenseitig und die darf eben auch unsere Gesellschaft bereichern. Die Gespräche im Hoffnungshaus haben mich nachhaltig beeindruckt. Klar, Integration ist manchmal auch ein bisschen anstrengend, aber da scheint sie ja zu funktionieren. Ich weiß zwar selber nicht so genau, ob ich so leben könnte, wie Karin und Angelika das machen, aber eine Sache habe ich mitgenommen. Wenn wir die großen Herausforderungen unserer Gesellschaft irgendwie lösen wollen, dann sollten wir wahrscheinlich einfach mal damit loslegen, einfach zu machen. Bei der Recherche bin ich an Grenzen gestoßen. Bin aber auch motiviert, mir Kleinigkeiten abzugucken und auch mitzunehmen in meinen Alltag, beruflich und privat. Ich mache das dann einfach so Stück für Stück und in meinem Tempo. Und gleichzeitig bin ich unglaublich dankbar dafür, dass es Leute gibt, die alles geben und mir das Optimum vorleben. Herzlich willkommen hier auf dem Marktplatz in Wurzen bei unserer Kartoffelaktion. Wir sind hier von Foodsharing Wurzen. Wir sortieren heute mit euch Kartoffeln, die wir gerettet haben. Wenn du diese Frage nicht stellen würdest, dann würde ich da überhaupt nicht drüber nachdenken, ob das jetzt Arbeit oder Freizeit ist. Weil das ist halt einfach, was ich tue. Ich bin halt in der komfortablen Situation mit diesem Lebensstil, dass ich halt nicht so einen finanziellen Zwang verspüre, einen Job zu machen, um Geld zu verdienen. Und deswegen bin ich da einfach total frei in meiner Entscheidungsfreiheit. Was ist denn eigentlich so deine Berufsbezeichnung? Also oh, das ist so nervig, wenn Leute mich das fragen. Ich habe mal irgendwann gesagt, Vollzeitaktivistin für bedingungsloses Teilen und gegen Lebensmittelverschwendung. Ja. Na, was ist denn das? Stein. Aha. Es reicht halt nicht, nur unser persönliches Konsumverhalten zu ändern. Es reicht nicht mal, wenn alle auf der Welt ihr persönliches Konsumverhalten ändern. Das reicht nicht, um zum Beispiel den Klimawandel abzuwenden. Da muss schon auch noch mehr passieren. Deswegen macht es schon auch Sinn, dann nochmal in Protestrichtungen zu denken und da irgendwie Sachen zu machen, politische Aktionen wirklich zu machen. Aber genau, man kann ja diverse Ansätze wählen, wenn man so viel Zeit in sowas reinsteckt wie wir. 100% geben und trotzdem nicht das Ziel erreichen. Aber klar, also wenn man das große Ganze versucht zu verändern, dann hört die Arbeit einfach nie auf. Sisyphus-Style. Aber wo Leute von außen nur die Arbeit sehen oder den Verzicht oder sogar die Selbstaufgabe, da sehen Angelika, Janina und Philipp die Möglichkeit, ihre Werte komplett und konsequent umzusetzen. Und darum geht's. Und das ist für mich wahrscheinlich die größte Erkenntnis der ganzen Reise. Wenn man was mit Freude macht und mit Leidenschaft und aus Überzeugung, dann ist es völlig egal, wie andere Leute das nennen. Dann macht's einfach Sinn.